Jo, meine Verrückten, und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Bloody Beach zusammen mit dem Flash Schnell. Hallo, guten Tag. Na, auf geht's auf dem so, Server. Oh, drauf. Der Exorzist ist hier. Und ja, da ist nur noch der Exorzist. Aber weißt du, ist nicht da? Ciao, tschüss. Oh, guck mal da gehen sie doch direkt schon mal weg. Das ist doch schon mal klasse. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Freizeit hier auf dem Server. Ja, so ein bisschen Chilling-Time. Ich würde sagen, da gehen wir einfach mal direkt, um die Zeit auszunutzen. Machen wir hier unten eigentlich fast gar nichts. Du kannst ja probieren, hier ein bisschen was abzubauen. Ich gehe gleich nochmal ganz kurz und Diamanten gehen holen. Gleich direkt nach oben zusammen natürlich. Also natürlich zusammen, weil dumm wäre, wenn wir jetzt alleine gehen würden. Ja, genau. Weil das Problem ist einfach, dass, wenn Weiß und Domse vielleicht doch noch wiederkommen oder andere Gegner, ne? Aber... Ja. Okay, jetzt sind auf jeden Fall alle Leute weg. Die schreiben gerade in die Konfi. Weißweiß schreibt einfach Lachsmiley. Und da kommt Weißweiß schon wieder. Ist ja klar, ne? Und ist wieder weg. Hat wieder verlassen. Der wollte nur gucken, ob wir drauf sind wahrscheinlich. Ja. So, Okay, so. Okay, ich habe jetzt fast schon einen dritten Stack, ne? Achso, ja, okay, Weizen. Gut. Dann lass uns hier eben wieder alles anpflanzen, den ganzen Spaß. Ja, und machen dann wir auch. Gehen wir gleich wieder nach oben. Gehen wir ganz kurz hoch. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg von meinem Mikrofon, weil gestern war ich, glaube ich, ein bisschen nah dran sogar. So. Okay. Da gehen wir gleich noch ein paar Diamanten holen und dann sammeln wir die erstmal. Da ist noch was. Hier fehlt noch was. Ja, deswegen. Also Dias brauchen wir gleich noch ein bisschen. Was könnte man oben noch holen? Also wir können wieder ein paar Skelette holen und uns damit Essen machen. Falls es Nacht ist. Ja, genau. Und sonst würden wir unser Feld noch ein bisschen erweitern, oder? Ja, und ich würde auch sagen, wenn du... Wir haben jetzt hier noch... Warte, wir haben noch 14 Weizen in der Kiste, ne? Ja, dann gib mir den mal. Wie viel... Die liegen noch in der Kiste. Wie viel Weizen hast du dann? Mir fehlen noch 4 Weizen. Dann könnte ich 3 Diamanten holen. Okay. Dann haben wir insgesamt 4. Ja, wollen wir kurz warten oder lieber schon hochgehen? Hier ist noch eins. So. Ich bin mir nicht sicher, ob die hier schon fertig sind. Nee, der war noch nicht fertig. Okay. Lass einfach mal ein bisschen warten. Ja, lass uns noch eben kurz warten. Wie schnell das hier geht. Da kann aber sein, dass es jetzt ein bisschen länger dauert. Ich hab schon wieder Essensproblem hier. Oder wollen wir aus ein paar Sachen... Warte, hast du noch Karotten? Ich hab noch... Ja, ich habe noch 4 Stück und 24 Knochenmehl. Lass uns doch hier was an. Ja, dann lass uns doch hier mal direkt ein bisschen, bisschen vermehren, würde ich sagen. Einfach hier vorne ein bisschen was wegreißen. Hier das, so, dann was ich hier mal noch die Karotten total hier unnötig ist, was noch gar nicht gewachsen ist. So, das reicht schon. Ja, und dann hau rauf den Kack da, weil ich habe nämlich noch nichts zu essen mehr, außer verrottetes Fleisch. Und wir können es ja nicht hier die ganze Zeit von verrottetes Fleisch erlernen. Ja, solange keine Gegner kommen, können wir... Oh, hier ist wieder was fertig. Okay. Ja, guck mal, perfekt. So, hast du jetzt voll? Weiß ich nicht. Einen Moment. Ich bin hier gerade noch ein bisschen mit den Karotten zugange. So, zack, zack. Ja, reicht doch. Warte, perfekt. Hier hinten. So, ich habe 22 Karotten. Ja, kannst du mir vielleicht die Hälfte geben? Ja, warte, hier. Und dann... So, eins fehlt mir noch. Ich würde also sagen, dann packen wir hier direkt nochmal wieder ein paar Klamotten nee, hin, nee. Vor allem. Ich habe jetzt hier, warte, nicht so viele Klamotten, wie ich die ganze Zeit sagen. Karotten! Mein Gott, wie komme ich denn auf Klamotten? So. Ist das fertig? Nee, ne? Nee. Das ist nicht fertig. Nee. Das hier hinten könnte fertig sein mittlerweile. Das ist fertig. Das daneben. Ja, nice, nicht. Komm. Hast dann du holen voll? Wir uns jetzt 3 Diamanten. Okay, gut, auf geht's. Ab nach oben, ganz schnell, bevor die wiederkommen. So. Die kommen nicht mehr wieder. 100%, nee, ich kommen nicht. Die auch nicht mehr wieder. Hast du hier das Eisen hingebaut? Ja, das habe ich da hingebaut. Zur Sicherheit nochmal. Ach so, noch eine Sicherheit, aber ich würde da trotzdem immer wieder ein bisschen Cleanstone hindonnern. Naja, hatte ich nur nicht dabei, bisschen, deswegen. Bisschen, warte, ich habe noch ein bisschen was, damit wir gleich wieder zubauen können. So, warte, hier müssen wir lang, oder? Bin ich hier richtig? Ja, bist du. Ja, hier müssen wir rein. Ja, okay, gut. So, ich vergesse den Weg nämlich auch immer wieder. So, hier ist wieder unser Eisen und dann holen wir uns jetzt ganz schnell 3 Diamanten und dann haben wir 4 Stück. Oh Gott, hier ist ja voll diese... Und dann irgendwann können wir uns schon die erste Strömung, Brustplatte machen. Ey. Wie viel haben wir dann? 4 Stück? 4 Stück haben wir dann. Ja, und ja, dann... Oh Gott, hier kommen wieder die Monster. Oh Gott. Boah, und ich würde sagen, wenn wir dann genug Diamanten für eine Brustplatte haben, würde ich einfach jetzt mal so sagen, dass ich die bekomme, oder? Ja. Du, weil du zu wenig Leben. Ich habe ja nur noch ein Leben, deswegen. Weil wenn ich nämlich verrecke, ist das nicht so wild. Dann verliere ich zwar auch 2 Leben, aber dann habe ich immer noch... Ja, 3. Du bist ja dann nicht aus dem Projekt. Also ich bin nicht aus dem Projekt. Bei dir ist das ein bisschen blöder. Deswegen, also wenn wir fighten und wenn wir die Platte haben, dann kriegst du die erste, besser gesagt. Oder kriegst du als erstes ein bisschen bessere Rüstung. So, warte mal, ist da Nacht? Da ist, glaube ich, gerade, ich kann es gerade nicht so erkennen von hier. Es ist gerade Tag, okay. Okay, gut. Gut, weil wir müssen uns jetzt ja 30 Blöcke dem Villager mal nähern. Deswegen gehen wir jetzt beide einfach mal dahin. Obwohl ich bin mir gar nicht so sicher, ob das hier hinten schon 30 Blöcke sind, wenn wir in unserer Base quasi sind.
Nee, ich glaube also, nicht. Also unterhalb, nee, unterhalb auf jeden Fall nicht, aber überhalb. Wir gehen jetzt eh zum Villager, ja. Also von daher. So. Okay. So. Erstmal was futtern hier noch. Boah Gott, meine Karotten sind schon wieder fast leer. Das ist krass, wie viel Essen man hier verbraucht. Hier ist noch ein Hühnchen. Ne? Echt? Direkt killen. So, was ist hier denn? Warte mal, was ist hier passiert? Wieso ist hier... Hier ist Bedrock. Hä? Lol? WTF? Warum ist hier Bedrock? Lol. Ist das hier aufgesprengt worden, oder? Sieht so aus, ne? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hier ist eine Kiste vorne. Pass auf, hier ist TNT. Vorsicht, weg, 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 weg. Da war ja, eine Falle. Ja, ich bin im Loch. Raus da. Bist du raus? Ja, okay, da ist nichts viel passiert. Ne, ich bin noch drin, passiert. Also. Alter, ich war hier in meinem Bunker gerade. Was ein Assi, ey. Guck mal, da unten ist eine Schlucht, ne? Guck mal, hier, ne? Lol. Ich hab nämlich gerade, da war nämlich eine Kiste da vorne vor, ne? Ich mach die Kiste auf. Ich mach eine Kiste auf und es explodiert einfach. Da hat irgendwer hat hier eine Falle hingebaut. Auf jeden Fall war das sehr, sehr freundlich. Ja, hat ja nicht so gut funktioniert. Nee, hier. Hat's auch nicht, weil man hört's doch zischen als normaler Mensch und verpisst sich dann auch direkt. Ja, ich war in dem Loch, ich hatte gerade richtig Angst zu sterben. Ja, ich wusste auch nicht, wie weit die Explosion halt geht. Das ist so, ja das. Warte mal, ich baue das mal hier ein bisschen. Warte mal. Ist das hin. Unsere Schlucht eigentlich hier? Nee, oder? Ich glaube auch nicht, weil. Hier war aber auch noch keiner drin, so wie es aussieht. Okay, so. Aber egal. Ach ja, und Leute, ihr habt uns ja geschrieben. Oben hochgehen, ne? Wieder? Also, du kannst ja jetzt hochgehen. Ja, ich komme jetzt wieder raus hier. Ihr habt uns ja geschrieben, dass wir uns Goldäpfel machen sollen. Das wäre eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee. Nur wir bräuchten erstmal genug Gold und natürlich auch Äpfel. Hä, willst du keine Dias jetzt holen? Habe ich doch schon gemacht. Ich bin doch schon fertig. Ach so, ich habe gerade schon die ganze Zeit gedacht, hey, was macht der denn da jetzt? Labert die ganze Zeit rum. Bisschen rumlabern hier. Kauf keine Dias, Alter. Nee, die habe ich schon die ganze Zeit. Warte, wollen wir noch mal ein bisschen rumrennen und vielleicht noch mal gucken, ob wir ein paar Tiere noch finden? Weil Essens, können wir schnell weil machen, wir ja. Wir haben so richtig viel Essensmangel. Das geht mir schon wieder voll auf den Senkel. Dass wir einfach nichts zu essen hier haben, das kann ja nicht angehen. Sonst müssen wir wirklich echt mal bald anfangen, ein bisschen aus Weizen, ein bisschen Brot zu machen. Ja, was wir natürlich nicht machen wollen eigentlich. Nee, eigentlich nicht. Weil die Diamanten ja schon wichtig sind eigentlich. Ja. So, So, okay, wir wissen immer noch nicht, was dieser Turm hier bedeutet, ne? Welcher Turm? Ja, der Sandturm. Dieser Sandturm hier, ne? Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie einen Base-Eingang quasi darstellen soll. Ich esse einfach mal so lange verrottetes Fleisch. Wenn, wüsste ich auch nicht von wem. Also... Keine Ahnung, es steht aber jetzt schon seit Anfang an da, ne? Ja, deswegen, also ich denke mal, dass da auf jeden Fall unten bestimmt keiner mehr wohnen wird oder so, also keine Ahnung, kann ich mir zumindest nicht vorstellen, dass da jetzt unten noch irgendwer ist. So, was ist da hinten für eine, war hier hinten nicht auch noch eine kleine Base oder so? Ja, hier war doch dieses kleine Ding immer. Ich guck gerade, was das hier ist. Das war doch weiter weg, hier war doch wieder Wilhelm. Wilhelm Kramer war doch hier. Da, ja, Wilhelm. Hier ist aber auch einiges kaputt gegangen, so wie es aussieht. Also entweder hat hier jemand dermaßen gefightet, hat zu wenig Erde gehabt, oder hier sind 200 Millionen Creeper explodiert. Man das kann natürlich auch sein, aber es sieht eher nach Erde und sowas aus hier. Ja, ich glaube, hier hat irgendwer Erde gefarmt. Oh, guck mal, da hinten ist eine Kuh auf dem Baum. Die holen wir doch mal direkt her. Komm mal her, Kuh. Komm runter, so, zack, so, okay. Hier sind aber ich echt wenig Tiere, ne? Eine Kuh, ja. Obwohl eigentlich ja, auf Servern ist es ja aber so, dass ein bisschen mehr Tiere spawnen, ne? Also, wenn du mal so siehst, ne? Ja, eigentlich als schon, auf, aber hier jetzt gerade im Moment nicht so. Als auf Player-Welt zum Beispiel. Okay, da hinten, warte mal, da hinten ist, wieso ist da ein Stein? Guck mal, siehst du den Stein? Ja, hat da einer wahrscheinlich einfach so hingeplantet oder so. Und meinst du, lass mal wieder auf den Weg nach Hause machen. Um Leute zu verarschen oder was? Ja, stimmt, gleich kommen wieder einfach die Mobs, einfach so, ne? Wahrscheinlich. Ja, deswegen, okay, ja, lieber schnell nach Hause gehen. Querfällt ein, direkt durch hier, durchwaschen. Und Leute, ich weiß gar nicht, ob ihr das merkt, aber ich versuche ständig mittlerweile irgendwie zu verdrängen, dass wir uns gegenseitig ins Wort fallen, aber es passiert immer wieder. Ja, das können Problem wir nicht ist, vermeiden. Das ist mir in der letzten jetzt zum Beispiel Folge schon auch, wieder. Ja, Entschuldigung, das ist mir in der letzten Folge auch aufgefallen. Da haben wir einfach krass, ich fange an zu reden, du redest einfach rein, ich rede einfach weiter. Das haben wir das gegenseitig halt die ganze Zeit gemacht, wie so Behinderte. Deswegen, wir haben uns einfach gegenseitig ins Wort, sind wir uns einfach gefallen, wie so Behinderte. Aber Leute, ihr müsst verstehen, wir nehmen ja beide auf und so gesehen ist ja bei uns beiden also was Wichtiges. Ja, bei uns ist beiden was und wir wollen halt ständig das kommentieren, was wir gerade machen oder so. Und da fallen wir uns ziemlich oft ins Wort, weil wir halt beide gleichzeitig aufnehmen. Ja, das ist halt einfach, ja, das ist hätten deswegen. Hätten wir eine abwechselnde Aufnahme so zum Beispiel, dass eine Folge ich aufnehme, dann eine Folge du, dann wäre das halt was anderes. Ja. Oh Gott,
Ich greife schon wieder Creeper und sowas an. Aber nee, ich glaube, dann wäre es auch so, weil wir ja dann sagen wollen, was gerade bei uns Spannendes passiert ist, wenn wir nicht aufnehmen. Das kann sein. Ne? Das ist alles so ein bisschen und deswegen, wir wollen ja quasi beide unseren Zuschauern gerade vertellen, was sie hier gemacht haben und warum. Vertellen, so ein bisschen labern, so ein bisschen Quatsch. Ach, übrigens, ich habe gerade ein Skelett gekillt und das hat nichts gedroppt. Also es kann ja, echt sein. Das ist, dass ich glaub, die Sachen einfach nicht droppen. Die droppen einfach nicht so viel. Droppen. Ich habe aber gerade ein bisschen Essensprobleme, muss ich sagen. Also ich klopp mir jetzt das Rottenfleisch hier rein. Wie bescheuert. So, okay, ich habe jetzt gerade all unsere Karotten verfressen, ne? Okay, ich habe noch unten 4 Stück angepflanzt. Und okay, eins habe ich noch im Inventar. Deswegen, ich habe extra nicht so viel hier mitgenommen. Wollen wir wieder runtergehen oder was? Warte, ein Skelett möchte ich nur mitnehmen. Okay, da hinten ist ein Creeper. Okay. So, oh Gott, da ist noch eine Spinne. Wow, weg. Ksch, kusch. Oh Gott, hier ist ein Mini-Zombie. Ah. Die sind echt schlimm, ey. Die sind so nervig, die sind so klein, okay, die ganz trifft man nicht und die sind Gott, schnell. Oh Gott, guck mal, da ist ein Skelett bei uns am Eingang. Der chillt. Ah, nee, das ist gar nicht unser Eingang. Okay, der hat natürlich Knochen. Wieder ein paar Knochen zum Glück. So. So, okay, ganz schnell. Okay, ich komme mal wieder schnell zurück. So. Schnell hier rein. So, okay. Ah. Gott, wir sind wieder zu Hause. Endlich. Okay, hier oben ist eigentlich auch nichts Spannendes. Wir gehen aber auch immer nur so ein bisschen raus. Ja, und ja, dann deswegen kommen wir wieder zurück direkt. Ja. Erstmal, weil wir unten nämlich unser Feld ein bisschen da mal wieder angucken wollen und weil wir bis... Boah! Alter! Ich hatte gerade den Schreck meines Lebens. Was hast du? Schau mal, wo ich bin. Warte mal. Ich muss da eben kurz hier mit dem Creeper klarkommen. So, wo bist Alter, du denn? Alter, Leute! Bist du da krass. Oben gerade am Sneaken? Ja, ich bin hier. Ah, hi. Bist du schon runtergegangen? Ja, wow, Alter. Ja. Wow, Alter! Das musst du dir später in meiner Folge ansehen. Der Zombie ist ja voll aggro-aggressiv geworden hier gerade. Wir haben ja hier so eine kleine, so ein kleines Hochsteck-Ding hier gebaut, ne? Ja, da bist du gerade aufgefallen. Ich bin da so lang gelaufen, dagegen gesprungen und da bin ich rechts zur Schlucht hin abgeslidet und noch auf einen Block gelandet. Sonst wäre ich runtergefallen und gestorben höchstwahrscheinlich. Echt? Ja, oh das Gott. War jetzt richtig Scheiße, spannend. Scheiße, ja, dann komm jetzt bloß hier wieder runter. Oh, ja, ich komm ganz schnell wieder runter und angehen, chillen erstmal wieder ein bisschen. Meine Fresse, ey. René, du schaffst es. Wo? Oh, Entschuldigung. Mann. Ja, warte, wir müssen hier mal eben kurz ein bisschen wieder zubauen hier draußen. Das war ja richtig sinnlos jetzt. Ja, ich glaube, wir schaffen es auch noch, wirklich, ohne Spaß jetzt, irgendwie entweder du oder ich verreck nochmal. Einfach geilsten, so. Ja, am geilsten wäre es ja, wenn es bei dir passieren würde, weil du einfach rausfliegen würdest deswegen. Weil boah, du das wäre so schlimm, so einfach ey. Wegen Dummheit rausfliegen. Ne, da, weiß ich nicht. Ich glaube, da würdest du, keine Ahnung, da wird erstmal die Party bei René zu Hause abgehen. Der Shitstorm geht dann wieder in den Kommentaren ab. Oh mein Gott, bist du behindert? Junge, guck dir mal an, ey. Oh. Oder oben. Oh Gott, pass auf, nicht. Das sind 2 Endermänner. Nicht angucken. Ah, ja, ich hab schon hingeguckt, aber er hat mich nicht gesehen, zum Glück. Zum Glück, ey. Wow, Alter. Ich hab schon wieder richtig viel Essen, nämlich im nix. Moment habe ich echt das Gefühl, dass die größten Feinde von uns echt die Mobs sind. Naja, geht so. Also manche Mobs hier sind ja wirklich echt asozial. So, warte, ich baue hier mal so eben bisschen, kurz wieder, ne? Wieder ein bisschen zu. So, also unsere Base hier hinten, wenn man die findet, na dann herzlichen Glückwunsch. Dann kann man sich auch wirklich schon, weiß ich nicht, irgendwie, keine Ahnung. Als, so. Weiß ich nicht, was eintragen lassen. So, hast du schon ein bisschen was Karottin ja, ich hatte leider nur einen Knochen dabei, deswegen. Achso, ja gut, okay, dann mache ich mir mal eben kurz Fleisch. So. Aber das Weizen, es geht eigentlich relativ schnell, muss ich sagen. Ja, es geht echt, also keine Ahnung. Aber ich glaube, wir hätten echt schneller Dias gefunden, wenn wir unter der Erde jetzt ein bisschen gestripmined hätten. Glaube ich. Auch wenn Stripmine doof ist, aber ich glaube, das ist echt, dass wir echt mit Stripmine schneller Dias die ganzen Teams aber auch bekommen haben, hätten. Oder? Oder wie meinst du das? Nicht? Also, dass dass wir was gefunden hätten, ja, oder was? Ja, ja, ja. Also, dass alle Teams halt durch Stripmine auch viele Dias gefunden hätten. Wenn man das jetzt nicht mit dem Weizen gemacht hätte. Hä, wir finden doch gar keine Dias. Nein, kann man ja nicht finden, aber wenn man das nicht gemacht hätte, quasi in dem Regelwerk. Ach so, ja, ja. Ja, dann hätten, glaube ich, alle Teams schneller Dia-Ausrüstung gehabt als. Ja, ja, das ist natürlich klar dann. So, warte, ich. Oh Gott, ist Lava. Ich oder obwohl, weil die Blog. Machen sind jetzt nicht wirklich die unseltensten Sachen, sage ich aber mal. Aber Dias sind ohne Scheiß, Dias sind eigentlich richtig leicht zu kriegen. Oh Gott, hier ist Lava. Komm, weg! So. Weg! Hilfe! Was machst du da? Scheiße bauen.
Warum machst du da Lava hin? Mach ich nicht. Da, guck mal, da ist Lava. Da, wenn du, warte mal, wenn wir mal von hier aus ein bisschen hochgehen. Hast du den Cobblestone hier gerade hingebaut? Ja, hab ich. Ja, okay, gut. Hier ist ein Lavasee. Wo? Hier. Pass auf, dass du nicht reinfällst, aber... Ja, natürlich. Wir können uns ja auch nicht gegenseitig schlagen, oder? Mal nee, kurz ausprobieren. Ja, hier unten. Komm her, komm, du kriegst jetzt einen aufs Maul. So, okay, nee, geht nicht. Könntest du auch gegenseitig schlagen. Komm, du kriegst jetzt erstmal eins aufs Maul. Oh Gott, da müssen wir direkt aufpassen, ne? Weil Lava ist nicht gut hier. Gerade. Nee, deswegen habe ich ja hier, warte, da wo das Cobblestone, der Cobblestone ist, da ist dann die Lava mal eben kurz eine Runde, deswegen nur bis hier so abbauen, auf der Seite. So, dann machen wir das dann halt nach hinten hin noch weiter. Ja, ich mach mal auf die, nach hinten mach ich einfach mal ein bisschen weiter. Ja, genau, mach das mal. So, genug Erde haben wir doch eigentlich, oder? Ja, über der Folgenlänge herüber rausgeschossen mal wieder wie immer und deswegen würde ich sagen, das war's dann hier mit der Folge. Genau. Warte, erstmal ein paar Fackeln hier noch hin. Warte, dann weiß haben wir nämlich noch. Sonst haben wir nämlich hier später ein bisschen böse Überraschung, wenn wir hier wieder kommen. Und dann haut rein, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge morgen wieder. Macht's gut, tschüss. Bis dann, tschüss.